Herr Klute, was ist Ihre Lieblings-Satire-Sendung im deutschen Fernsehen? Die gibt es fürchte ich nicht. Die ist noch nicht erfunden worden, weil ich eben auch wirklich kein großer Freund von Satire-Sendungen bin, weil ich glaube, dass die Satire-Sendungen eigentlich nur zu ihrer eigenen Bespaßung stattfinden und weniger zur Aufklärung und eigentlich auch zur Freude des Publikums beitragen. Ganz lange war die Satire im deutschen Fernsehen tot. Vielleicht nach dieser Zeit, in der vielleicht auch ja, Satire in der Gesellschaft gar nicht so präsent war und deswegen besonders beliebt wurde. Da hat zum Beispiel das ZDF ganz lange gar keine Satire-Sendung gehabt. Warum ist Satire heute so beliebt? Das ist schwer zu sagen. Es ist, glaube ich, beliebt, weil Satire heute auf sehr simple Weise funktioniert. Ich glaube, weil es einen Überdruss gibt am politischen Establishment, an der Art und Weise, wie Politik repräsentiert wird in Deutschland. Man empfindet das als starr, man empfindet das als wenig fantasievoll, man empfindet das als volksfern. Ich glaube, es hat ein bisschen was zu tun auch mit einer etwas aggressiver gewordenen Politiker- oder Politikverachtung, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war, glaube ich. Und die Kabarettisten springen darauf ja auf und drehen halt so an dieser Kurbel ständig weiter bis zum Überdruss. Wer fällt Ihnen da am ersten ein? Ja, da gibt es so Namen, die man eigentlich gar nicht so gerne nennen möchte. Es sind also vor allem die Akteure der Anstalt, ja. Und das ist so eine Art von Kabarett, die wirklich auf dem kleinsten intellektuellen Nenner funktioniert. Ja? Also da gab es eben einen Kabarettisten, den kennt ja fast jeder, der mit den wirren Haaren, der sich einfach hinstellt und den Namen Angela Merkel sagt und plötzlich lachen alle. Ja? Also vollkommen simpel. Oder er macht Witze, die einfach jeder machen kann. Also es ist sozusagen ein Kabarett aus dem Hobbykeller, kann jeder herstellen. Ja? Jeder, der eine Zeitung liest, kann einen Witz über die Grünen machen. Es ist nicht intelligent, es ist nicht weiterentwickelt, es ist kein intellektueller Überbau dabei. Es ist einfach so irgendwie so dahingeschissen. Und das ist das, was sozusagen das Grundniveau des politischen Kabaretts in den letzten 10 Jahren, des Fernsehkabaretts in den letzten 10 Jahren war. Die Leute schauen es offenbar ganz interessiert. Vielleicht, weil es so einfach ist? Möglicherweise, ja, das ist möglich. Also die Vereinfachung ist ja nicht immer eine schlechte Form. Also Kabarett, Satire muss ja auch überspitzen oder eben vereinfachen. Ja. Nur auch da gibt es, glaube ich, Schattierungen und da gibt es, glaube ich, auch künstlerische und intellektuelle Möglichkeiten, das facettenreicher zu gestalten, als ständig auf diesen einen Effekt abzuzielen. Also möglichst eine Pointe zu machen, die so auf der Straße liegt wie ein toter Vogel. Und das Problem ist einfach die Fantasielosigkeit. Und das Problem ist auch der Mangel an Selbstironie vieler oder der meisten Kabarettisten. Also sie stehen auf einem moralischen Feldherrnhügel und haben nur eine Zielrichtung. Also sie haben sozusagen die Zielrichtung ihrer Feinde, der Politiker oder einer bestimmten Sorte von Intellektuellen, die sie auf dem Kieker haben. Aber sie selber stehen eben nie in Frage. Sie selber sind sozusagen im Begriff der moralischen Integrität, was natürlich absurd ist, weil ja jeder Mensch, der sich irgendwo äußert, auch Teil eines Ganzen und eines Diskurses ist. Aber die glauben tatsächlich, sie können sich da sozusagen stellvertretend hinstellen und sagen, die sind doof und die sind gut. Und das ist natürlich lächerlich. Glauben Sie, dass die Zuschauer unterscheiden können zwischen dieser Überspitzung, diesem Klischee, was immer wieder belebt wird und seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten aufrechterhalten wird? Können die Zuschauer langfristig zwischen diesen Kunstfiguren und diesen faktisch verkürzten Wahrheiten vielleicht unterscheiden? Ich glaube, dass das Kabarett gar nicht auf Langfristigkeit abonniert ist. Es geht um die schnelle Pointe, es geht um den schnellen Lacher, den Kracher, es geht darum, politisches Geschehen möglichst kurz und Fastfood-artig darzureichen. Ja? Und irgendwie mit den Mitteln, von denen man glaubt, dass sie satirische seien. Aber es ist nichts, was einem im Gedächtnis bleibt, glaube ich. Es sind immer so Äußerlichkeiten von Politikern, die halt irgendwas Blödes machen, die sich falsch hinsetzen, die einen blöden Blick haben oder irgendeinen Satz sagen, der dumm klingt, der dann ständig wiederholt wird, der sozusagen als roter Faden der Dysfunktionalität durch die Sendung läuft. Guck mal, der hat das gesagt.
Und wie komisch, jeder macht natürlich einen Fehler mal und jeder verspricht sich, aber das wird dann sozusagen aufgepumpt bis zum geht nicht mehr und zum Beleg für die Blödheit von Leuten, die sich irgendwo exponieren, genommen. Wenn wir mal die Anstalt und die Heute-Show dann vielleicht einfach mal kurz vergleichen, gerade weil Sie gesagt haben, die Anstalt, dass da der Gag die geringste intellektuelle Hürde, über die er rüberspringen muss. Ist es bei der Heute-Show auch so oder ist das schlauerer? Ja, das ist ein bisschen flotter, glaube ich. Ja, es ist so es ist eine Mischung aus Comedy und dem Wissen, wie man mit Medien umgeht. Also wie man die Medien auch selber ein bisschen parodiert. Also das ist, glaube ich, auch der Vorzug von der Heute-Show. Also die weiß, dass sie sich selber eigentlich auch mit ins Geschehen bringt und sich auch ein bisschen selbst parodiert als Fernsehmedium. Und das machen die Kabarettisten der Anstalt eben nicht. Und die machen einfach dieses alte sozialdemokratische Kabarett. Ja, das ist ja auch bierernst, das ist ja auch nie lustig eigentlich. Es ist ja immer so ein Zug an Bitterkeit da drin. Ja, es ist wie so eine Gewerkschaftsversammlung eigentlich. Ne? Man kommt da so mit Statistiken und das geht dann 10 Minuten lang, dass Statistiken runtergebetet werden. Und dann denkt man, jetzt muss es kommen, jetzt muss die Pointe kommen. Dann kommt gar nichts einfach. Sie sagen, die Kabarettisten stehen vor allem bei der Anstalt auf ihren Feldherrenhügeln und geben Stichworte, die Menschen gefällt es ja offenbar, die im Raum sind. Wie erklären Sie sich das? Ja, es funktioniert eben sozusagen nach dem Prinzip des Pavlovschen Reflexes. Also man sagt ein Wort, man sagt einen Politikernamen, der schon eine Vorgeschichte hat, also der Persiflierung und der Lächerlichmachung. Und dann lachen die Leute. Ja? Also dieser berühmte Kabarettist der Anstalt sagt einfach den Namen Angela Merkel und guckt dann irgendwie komisch über die Brille. Und andere, alle lachen darüber, weil der Name einer Politikerin gefallen ist. Das ist natürlich völlig absurd. Ja? Das ist die Bundeskanzlerin, die für viele Dinge steht. Gute, schlechte, ja, das ist ja immer eine Frage der Perspektive, der Interpretation. Aber es wird letztendlich zurückgeführt auf den Namen, der, so ist es vorkonnotiert, für etwas Blödes steht. Ja? Für eine Frisur, für eine Art, sich zu benehmen. Auf das wird das ja auch ständig reduziert. Ja? Oder auf bestimmte Begriffe, die sie sagt, auf bestimmte Sätze, gilt ja für viele andere Politiker auch. Ja? Und das wird einfach sozusagen aus dem Zusammenhang destilliert, dargereicht als Pointenbonbon und die Leute lutschen das. Ne? Die schlucken das oder lutschen das und dann ist das okay, dann hat das funktioniert, dann ist die Pointe durch. Eine wirklich jämmerliche und simple Art, Satire zu verkaufen. Wie gefährlich, glauben Sie, ist es, dass verschiedene politische Strömungen eine kabarettistische Überspitzung vielleicht gar nicht als die solche verstehen, sondern als Wahrheit nehmen und dann teilen und sagen, das wurde doch hier auch im Fernsehen behauptet? Gefährlich finde ich das gar nicht, weil ich einfach glaube, dass das nicht wichtig ist, dass diese Sendungen einfach so unwichtig und unbedeutend sind, dass es nichts anrichtet. Aber es zeigt natürlich, dass sich auf welchem Niveau es sich bewegt. Es sind eben die großen Vereinfacher und es werden bei diesen Kabarettsendungen ja auch Ressentiments bedient. Ja? Es wird ja auch mit Klischees scheinbar gearbeitet, aber es wird so schlecht gearbeitet, dass man eben denkt oder denken muss, die glauben das wirklich. Ja? Es gibt da einen Kabarettisten, den ich jetzt immer wieder zitiere, ohne Namen, der auch sagt, ich möchte mir nicht mein Leben von diesen Fusselbärten mit Turban bestimmen lassen. Ja? Das ist ein Satz, der 1:1 in Dresden bei einer Pegida-Versammlung gesprochen werden könnte. Also es wird auch nicht, die sind einfach zu schlecht, die können es auch nicht brechen. Die sind nicht in der Lage, sozusagen ein Mega- oder einen Subtext einzuführen, von dem man weiß, das ist kabarettistisches Sprechen. Es ist eben sprachlich und gedanklich so schlecht und so schlicht gemacht, dass es nicht unterscheidbar ist von dem Gerede der Volkstribunen auf den Plätzen. Und von daher kann ich diesen Zirkelschluss nachvollziehen, dass sie sich da wiedererkennen und dass sie sich mit dem Gerede identifizieren. Es gibt jetzt Studien in den USA, die sagen, dass dort junge Menschen fast nur noch Satire gucken, sowas wie The Daily Show. Und sich darüber nur noch informieren. Das gibt es jetzt nicht vergleichbar für Deutschland. Aber was passiert mit einem Menschen in einer Gesellschaft, der nur noch die Satire wahrnimmt? Der hat natürlich eine verfälschte und von Anfang an sehr schiefe Wahrnehmung politischer Realitäten, würde ich sagen, weil es natürlich weil es die Formen der Darstellung ja da nicht gibt. Also er kann ja nicht unterscheiden zwischen einer Nachricht
einer Kommentierung, einer Interpretation der Nachricht, sondern es ist ja alles Interpretation, es ist ja alles irgendwie gebogen und eingefärbt sozusagen. Und wenn man das Gegenmittel nicht hat oder so, oder die Grundlage der Information, also einen Zeitungsbericht oder eine Fernsehdokumentation oder was auch immer, dann hat man, glaube ich, kein wirklich klares, vernünftiges Bild von politischer Realität. Weiß ich nicht, man kann das natürlich dann weiterdenken, dann kommt natürlich sowas wie so eine Trump-Realität dabei raus, wo es dann tatsächlich eben nicht mehr auf Wahrheiten ankommt oder auf Fakten oder auf Überprüfbares, sondern eben auf Stimmungen, auf Sentiments, die man dann natürlich ja auch funktionalisieren kann und gegen Leute richten kann oder gegen Ideen richten kann, gegen Minderheiten oder was auch immer. Das ist dann vielleicht tatsächlich auch gefährlich, das könnte schon Zündstoff sein. Sind die Satire in einem postfaktischen Zeitalter angekommen? Das glaube ich, das war sie immer. Also ich würde nicht sagen, dass die Satire jetzt so wahnsinnig auf das Faktische abonniert sein muss. Also es ist ja auch ein Spiel immer. Ne? Es ist ein Spiel mit Wahrheiten, es ist ein Spiel mit Blicken, mit Perspektiven. Und ich glaube, man wird natürlich besser, wenn man sich an den politischen Realitäten orientiert, möglicherweise. Aber ich glaube, es gibt da nicht unbedingt die Verpflichtung dazu unbedingt. Und die Satire ist, glaube ich, nirgendwo angekommen, glaube ich. Also die Fernsehsatire ist nirgendwo angekommen, weil sie, glaube ich, auch von, ich weiß nicht, wo sie gestartet ist. Also irgendwie ist sie in den 80er Jahren gestartet, habe ich das Gefühl, und da ist sie auch wieder angekommen. Also sie hat sich irgendwie um sich selbst gedreht. Und wenn ich das sehe, was da gesagt wird und veranstaltet wird und gespielt wird, habe ich nicht das Gefühl, das ist Gegenwart, sondern das ist tatsächlich Mottenkiste, das ist 80er, 90er Jahre. Das sind nicht wir, die da gemeint sind. Wir können nicht gemeint sein, glaube ich. Viel diskutiert wurde und wird nicht nur vor Gericht. Jan Böhmermann, der von sich gar nicht so richtig sagt, dass er jetzt irgendwie ein Satiriker sei. Aber ich glaube, dass Sie ihn vielleicht nochmal unterscheiden würden von dem einen oder anderen Programm, was wir eben besprochen haben. Was macht die Figur oder den Menschen Böhmermann dort anders? Ja, ich glaube, dass er, dass Böhmermann mit diesem Erdogan-Gedicht natürlich auch provozieren wollte. Das ist aber, glaube ich, nur so ein kleiner Aspekt. Ich glaube, er wollte einfach zeigen, mit welchen Mitteln die Satire heute arbeitet. Ich glaube, dass das vielmehr eine Parodie des Kabaretts war, als ein Angriff auf Erdogan. Er hat einfach, glaube ich, gezeigt, wie simpel hier gearbeitet wird mit satirischen Mitteln. Ja? Wie simpel und einfach und primitiv man Pointen oder Nicht-Pointen setzen kann, um etwas zu bewegen. Das Komische ist ja, dass er der Erste war, der was bewegt hat. Diese ganzen Priols und Uthoffs und wie sie heißen, die können ja machen, was sie wollen. Es schert ja sich niemand drum. Es ist ja völlig egal. Die sprechen ja ins Leere. Die sprechen ja einfach in so eine Leere rein. Da lachen halt ein paar Leute und das war's dann. Kein Politiker regt sich über das auf, was die sagen. Aber der hat halt jetzt plötzlich einen Skandal losgetreten und es war eine diplomatische Angelegenheit. Und das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht dieser ganzen mediokren Fernsehkabarettisten. Die sehen, ach guck mal an, da kann ja tatsächlich jemand was erreichen damit. Ja, indem er die eigenen Mittel parodiert und sich ja selber auch sozusagen auch als Sprecher noch ein bisschen mit persifliert. Sagt, ja, das kann man ja eigentlich so nicht sagen und können wir so reden. Also den Diskurs auch noch selber in Frage stellt, aber den Diskurs dann trotzdem bietet. Und das ist natürlich schon intelligent. Und deshalb hat das auch verfangen, glaube ich. Wie kann sich die deutsche Satire denn eigentlich entwickeln momentan? Also wenn Sie... Ich glaube gar nicht. Also mit dem, was gerade da ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendwas entwickelt. Also die hatten ja viele Jahre Zeit gehabt, sich zu entwickeln und es ist ja nicht geschehen. Es ist immer dasselbe, es sind immer dieselben Mechanismen, immer dieselben Scherze, immer das schnelle Abfeuern von Pointen mit verschiedenen Kulissen und verschiedenen Mützen. Also das wird sich wahrscheinlich entwickeln, dass man zu immer neueren Verkleidungen kommt. Aber ich glaube, in der Substanz führt das alles zu nichts.